gedacht, gerade ist im gleichen Moment fast ganz kurz gesetzt, so, aber eigentlich meint man nicht schneller schaffen, ja? Und immer mehr auf der Beine strecken, bis er nicht zieht. Rückenkraft lohnt sich.
Glück. Rumpfbeuge, das da, das habe ich auch angespannt. Ja? Aber da habe ich einfach die geraden Rumpfmuskeln angespannt, die so zusammenziehen. Ja, das muss ich nicht. Sondern ich muss die tiefen Rumpfmuskeln probieren anspannen. Von dem her, wenn ich so wieder den Bauchnabel gerne reinziehe, ist es schlecht. So, ja? Passiert meistens nachher das Richtige. Okay, gut. Dann den Rücken flach halten. Ja. Position auch, was kann helfen, wenn du jetzt einen hast, der so da hersteht und du sagst, den Rücken flach oder okay, etwas, was helfen kann. Jetzt hier spannen und so langsam in diese Position da hoch. Ja. Okay, jetzt mit der linken Vögelbacke könnt ihr euch wieder zurückziehen, bis ihr in dieser Position seid. Bauch nach hinten ziehen. Das Einzige, was ich probiere zu bewegen, ist, kann sein Ellbogen und Schultern dort einladen und nachher wieder drücken. Komponenten drinnen so und machst die ganze Geschichte genau dasselbe. Ja? Okay. Oder kannst die Position wechseln, von der Hand breit, schmal und so weiter. Eng nehmen, dass du da nur im Körper bleibst so da und nachher mehr mit dem. Ja? Okay. Spannen, Rumpfmuskulatur ist wieder dabei, hinter die Kette und dann von daher aufziehen und wieder lösen. Okay. Aufziehen und wieder lösen. Absolute Grundübung, einfacher geht's. Ja. Wenn du sagst, okay, ich habe im Moment noch nicht ganz das ganze Gewicht so auf den Armen so, okay, herziehen. Wichtig ist aber, dass du da Körperstabilität behalten. Ja, das dann nicht. Okay, gut. Okay, dann aus dieser Position raus da runtergehen, bis mit dem Bein parallel zum Boden bist und nachher wieder. Okay. Und nachher. Okay. Dass ihr drauf schauen müsst, was mir jetzt vorher nicht gut ist, auch gerade so leicht, dass ich da mit dem Knie da zu reingegangen bin. Wenn das ein Spieler mal für mal nicht packt, dass er das Knie kann über dem Fuß behalten kann, dann muss ich ihm sagen, dann muss er im Moment noch weniger weit runtergehen. Ich schaue. Jetzt, bevor du irgendetwas anfängst gross bewegen, der Druck hast du auf dem vorderen Bein. Und zwar am vorderen Bein auf der hinteren Hälfte vom Fuß. Okay. Und jetzt von daher tust du den Druck immer mehr höher auf das Bein und tust dich mit dem Bein da, tust du dich eigentlich aufdrücken, aufziehen. Das Bein da hinten, das sollte möglichst mithelfen. Also nicht das da, sondern von daher einfach anfangen. Gewicht immer mehr, okay, und aufziehen, bis abla. Und dann kannst du nachher wieder das Gewicht abstellen, nachher wieder, okay, Gewicht lagern, vorne auf dem Fuß und ziehen, und auf. Aber stehst seitlich zum Bank. Dann ist es wichtig, dass du nicht so weit weg stehst, weil wenn du von da nach über den Fuß kommst. Das mache ich. Grosse Verlagerung vom Körperschwerpunkt. Da mit Schwung. Ich muss schauen, dass ich das Bein höher gehen kann. Ja. Okay, auch wieder auf der Hüftbreite stehen. Auch jetzt da wieder Druck aufs vordere Bein. Okay, und von daher anfangen. Aufziehen. Wenn ich so seitlich stehe, habe ich gleich eine größere Aktivität von der inneren Oberschenkelmuskulatur, also der Sportart, die eben Seitwärtsbestimmungen sind, so da ist das nachher auch wieder von Vorteil. Ja, das ist auch so. Ja, dann zeigt das Gras zu führen. Okay, wieder. Druck auf das Bein und von daher nachher aufziehen, bis du gerade gerichtet bist und nachher tust du wieder. Okay. Aufziehen, dann hast du noch etwas Gesäß und hast noch ein bisschen andere Aktivierung im Gesäßmuskulatur. Okay.
nachher gehen wir in diese Position zum Anfang. Gut, okay, wir nehmen zuerst so. Schauen, dass wir die Ellbogen auf Schulterhöhe behalten. Das 8 haben wir gemacht, 9, 10.